Hallo, willkommen bei Mamani, verlassen kann jeder. Heute will ich mal etwas Neues versuchen. Na, hin und wieder muss man auch mal ein bisschen experimentieren. Da meine Liste an Firmen, die ich mir anschauen möchte, immer länger wird, möchte ich ein neues Format mal ausprobieren, das mir ermöglicht, mehrere Firmen recht schnell zu bewerten und mir anzugucken. Ich gehe hierbei genauso vor wie bei normalen Analysen. Das, was ich mir erspare, ist die Aufbereitung und die anschließende Präsentation. Dadurch können halt die Videos auch ein bisschen kürzer dann auch mal werden, was euch ja auch dann entgegenkommt. Ich schaue mir die Firmen an und gehe dann nur kurz auf die wichtigsten Sachen ein. Also, was macht die Firma, zeige die Charts, mache meine Bewertung im Tool, so wie ihr es kennt. Aber ohne groß auf die einzelnen Zahlen einzugehen. Sage, was mir aufgefallen ist und gebe meine Meinung ab, inklusive das Ergebnis von meinem Bewertungstool. Ich möchte mal testen, wie es bei euch ankommt und ob diese Art der Analyse nicht auch ausreicht, um die Masse an Firmen, die sich auf meiner Liste angesammelt haben, etwas abarbeiten zu können. Normale Analysen wird es natürlich auch noch weiterhin geben. Allerdings muss ich immer noch eine Möglichkeit finden, um die ganzen Firmen auf meiner Liste zu besprechen. Und das schaffe ich nicht mit dem großen Analyseformat. Ich möchte schließlich euren Wünschen, aber auch meinen persönlichen, etwas entgegenkommen und auch mal wirklich alle Firmen besprechen. Und ich möchte gerade bei sinkenden Märkten auch mal schnell bei einer Firma wissen, wie die so aufgestellt ist und ob man hier reingehen kann. Mit der normalen Analyseform würde ich das in einem Tempo nur schaffen, was euch, aber auch mir zu langsam ist. Fangen wir also direkt an und dann werdet ihr schon sehen, was ich meine und wie ich das jetzt umsetzen möchte. Ich versuche das übrigens heute mal bei zwei Unternehmen, da ich wissen will, wie lange alles dauert, von der Vorbereitung über die Videolänge bis hin zur Nachbearbeitung. Dann starten wir mal mit der ersten Firma. Das wäre die Lennar Corporation. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von gut 22,2 Milliarden Euro bei einem KGV oder erwarteten KGV von 6,2 und einer Eigenkapitalquote von gut 63,7%. Also auf den ersten Blick sieht die Firma schon mal sehr gut aus. Die Lennar Corporation ist einer der größten amerikanischen Wohnungsbauer. Die Aktivitäten der Gesellschaft umfassen die Konstruktion und den Verkauf von Einfamilienwohnungen, wie auch den Kauf, die Entwicklung und den Verkauf von Wohnbauland. Durch eigene Anlagen und die seiner Investoren ist das Unternehmen an alle Phasen von Planung und Bau der Wohnanlagen über Finanzierung und Vertrieb der Liegenschaften beteiligt. Zum Aktivitätsspektrum gehören Landerwerb, Baustellenplanung, Landaufbereitung, Konstruktion und Verkauf. Außerdem bietet das Unternehmen finanzielle Serviceleistungen im Bereich Hypotheken und Eigentumsversicherung an. Kommen wir dann zum Chart. Ich blende diesen mal kurz ein. Auf langer Sicht sehen wir den eher seitlichen Verlauf. Vor Corona konnte die Aktie bis auf 67 Euro steigen. In der Krise sackte die Aktie bis auf 28 Euro ab. Es folgte eine schöne Aufwärtsbewegung, die Aktie bis auf 104 Euro führt. Im Anschluss konsolidierte die Aktie und durchlief dabei den mittelfristigen Aufwärtstrend. Aktuell bewegen wir uns auf einem Niveau, das wir im Oktober 2021 zuletzt schon hatten. Wir befinden uns momentan in einem Korridor zwischen 73 und 93 Euro, den wir 2021 schon die ganze Zeit gesehen haben. Hier wäre natürlich wichtig, dass der Unterstützungsbereich bei 78 Euro hält. Nun zu dem Bollinger Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Das Bollinger Band ist von der Breite recht gleichbleibend. Die Volatilität ist recht stabil. Der Kurs bewegt sich etwas unter der 20er Tageslinie. Das sieht nach einem leichten Verkaufssignal aus. Als nächstes die Stochastik. Der Kurs bewegt sich im unteren Bereich des Bandes. Er ist aktuell wieder zurückgelaufen. Das sieht nach einem leichten überverkauften Markt aus. Kommen wir dann zu den externen Firmenbewertungen. Der Piotrowski-Wert liegt bei 7 von 9 Punkten. Da der Wert über 5 ist, kann ich gleich 6 Punkte vergeben. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke des Unternehmens. Bei Moody's Analytics RiskScore gibt es 5 von 10 Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Und bei der Risikochancebewertung erhält das Unternehmen 2 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, kann ich dann gleich 4 Punkte vergeben. Jetzt kommen wir zu den Analysten. Die nehme ich auch mit auf. Da sich die Jungs und Mädels viel intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen wie jeder Privatanleger. Hinzu kommt natürlich, dass die Analysten mit ihrer Meinung sehr stark den Markt beeinflussen und daher achte ich immer auf sie. So, was sagen die Analysten jetzt zu Lennar? Also 12 sagen kaufen, 3 sagen übergewichten, 5 sagen halten. Keiner untergewichten, keiner verkaufen. Daraus berechne ich einen Durchschnittswert von 4,4 von 5 Punkten.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 112,72 Euro. Dabei reicht die Spanne von 75,39 Euro bis 142,88 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 31,14 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von satten 38,17%. Das ist so ordentlich, dass ich hier 10 Punkte vergeben kann. Nun kommen wir zur Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich dann zukünftige Gewinner auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Also bei der Aktienanzahl war auffällig, dass diese vor 3 Jahren recht stark zugenommen hat. Und seitdem sinkt diese Anzahl jedes Jahr leicht ab, was von der Tendenz her wieder gut, ganz gut ist. So, jetzt rechts von mir seht ihr das Datenblatt für die Punkteverteilung in einzelnen Bereichen. Hier habe ich alles soweit mir angesehen und eingetragen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier schon die jeweiligen Zahlen in den einzelnen Kästchen stehen. Auffällig bei der Bilanz und den Schätzungen war Folgendes. Also so sah eigentlich alles sehr gut aus. Das erwartete KGV ist sehr niedrig. Die Marge liegt bei gut 15%, was gut ist. Die Umsätze und Gewinne wachsen jedes Jahr und das teilweise sogar sehr stark. Die liquiden Mittel sind ordentlich. Eigenkapitalquote ist mit 63% in einem sehr schönen Bereich. Und die Schulden sind recht stabil und mit einer Nettoverschuldung bzw. mit einem Nettoverschuldungsgrad von gut 1,8 kann ich absolut super leben. Das ist ein bombastisch guter Wert. Hinzu kommt natürlich auch noch eine kleine Dividende von gut 1,1%. Und das ist eigentlich insgesamt ein Bild, was sehr ordentlich ist. Bei den Schätzungen war das Bild ähnlich. Die Umsätze sollen weiter steigen und dann erst 2025 stärker zurücklaufen. Liegt wohl an den drohenden Zinserhöhungen. Dann dürfte der Wohnungsbaumarkt natürlich ein bisschen leiden. Gewinne sollen aber in den nächsten Jahren weiter sehr gut sprudeln und das erwartete KGV soll 2024 bei gut 5,1 liegen, was ja absolut kein hoher Wert ist. Durch den anschließenden Umsatz- und Gewinnrückgang, der vermutet wird, soll dieser dann auf gut 8 steigen, beziehungsweise in dem Fall sich verschlechtern. Was aber immer noch ein super niedriger Wert ist. Dividende sollen ebenfalls weiter zulegen und die können natürlich auch weiterhin locker aus den freien Mitteln bezahlt werden. Und daher ist das Bild hier auch eigentlich sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt eben zu den News. Die interessieren mich ja vor allem die Nachrichten der letzten Wochen. Alles, was da vorliegt, ist zwar interessant, um sich ein Bild über das Unternehmen zu machen. Allerdings sind diese dann schon lange in den Kursen eingepreist und daher betrachte ich eher kürzere Zeiträume. Also zum einen haben wir hier in den News gehabt, dass das Aktienrückkaufprogramm, was jetzt aufgelegt worden ist, über eine Milliarde Dollar gestartet wurde. Hinzu kamen dann noch die letzten Quartalzahlen. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,91 Dollar präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenna ein EPS von 2,82 Dollar je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,55% gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,43 Milliarden US-Dollar, während im Vorjahreszeitraum 6,83 Milliarden US-Dollar ausgewiesen worden waren. Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,15 Dollar sowie einen Umsatz von 8,51 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Also Umsatz und Gewinn lagen trotz der guten Steigerung unter den Schätzungen. Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14,27 US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 7,85 Dollar je Aktie gewesen. Das vorgegangene Geschäftsjahr hat Lenna mit einem Umsatz von insgesamt 27,13 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Danach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,49 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden waren, um satte 20,64% gesteigert. Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,53 Dollar und einem Umsatz von 27,19 Milliarden US-Dollar für das Gesamtjahr ausgegangen. Auch hier das gleiche Bild. Umsatz und Gewinn sehr gut gesteigert, aber beides lag unter den Schätzungen. Da hingen die Trauben mal wieder zu hoch. So, dann kommen wir schnell noch zu den Insider-Trades. Ich konnte in den letzten beiden Jahren 19 Verkäufe und 0 Käufe entdecken. Also wirklich Positives konnte ich hier leider nicht finden. Kommen wir dann zum Fear and Greed Index. Der Wert liegt bei 40 und daher berechne ich 6 Punkte. Ja, dann kommen wir noch zum Währungsrisiko. Bei dem Unternehmen muss man natürlich den Dollar berücksichtigen und bei der Währung kann man mit einer Schwankungsbreite von gut 10% rechnen. Dafür vergebe ich dann halt die 6 Punkte. So, dann kommen wir noch zu meiner fixen Meinung. Also so sah das Unternehmen sehr gut aus. Fundamentale Bewertung ist in einem guten Rahmen. Die Bilanz und Schätzungen sehen gut aus. Einzig, was mich etwas stört, ist der vermutete Rückgang 2025, was wohl an den steigenden Zinsen liegen dürfte.
Das kann natürlich den Bausektor ja jetzt ein bisschen belasten. Dennoch wird die Firma weiter gutes Geld verdienen, nur halt weniger. Es befindet sich dann aber immer noch in einem ja, sehr guten Bewertungsniveau. Die Firma ist solide, nicht hoch verschuldet und sollte der Bauboom wieder anziehen, wären durchaus höhere Bewertungen möglich. Also so hat mir das Bild eigentlich sehr gut gefallen und daher vergebe ich 8 Punkte. So, dann sind wir jetzt soweit fertig und jetzt wollen wir uns das Ergebnis auch mal für die rationale Kaufentscheidung auch mal schnell auf der Auswertungsseite anschauen. Ja, das Ergebnis ist gut. Mein Tool sagt mir, ich könnte direkt einsteigen mit 715 Euro, sprich 71,5% von meinem maximalen Startbetrag. Und der maximale Investbetrag liegt sogar um einiges höher, nämlich bei 2424 Euro. Und mein Tool würde mir erlauben, dass ich insgesamt mit 80,8% in das Unternehmen investiere. Ein wirklich sehr hoher Wert. Also ich bin schon gespannt, wo das Unternehmen gleich im Ranking gelandet ist. Dann kommen wir zur nächsten Aktie. Das wäre Stanley Black & Decker. Kennt man vielleicht noch aus der Werbung. Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker. Na gut, vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Naja gut. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von gut 23,7 Milliarden Euro bei einem erwarteten KGV von 14,4 und eine Eigenkapitalquote von gut 41,1%. Also grundlegend, die ersten Zahlen sehen schon mal sehr gut aus. Stanley Black & Decker Incorporation ist ein international tätiger Hersteller im Bereich Werkzeug und Sicherheit für den professionellen, kommerziellen und privaten Gebrauch. Neben zahlreichen Produkten, die direkt an Einzelhändler wie beispielsweise Baumärkte, Großmarktketten oder Fachgeschäfte, Endkunden oder über Third-Party-Distributoren vertrieben werden, bietet das Unternehmen auch Lösungen und Services, die Ersatzteillieferungen, Wartung und Reparaturen beinhalten, an. Daneben gibt es noch den Geschäftsbereich Security. Dieser enthält Zugriffs- und Sicherheitslösungen, vor allem für Verbraucher, Einzelhändler, Bildungs-, Finanz- und Gesundheitseinrichtungen sowie für kommerzielle, staatliche und industrielle Kunden. Kommen wir dann zum Chart. Ich blende diesmal kurz ein. Auf langer Sicht sehen wir grundlegend positive Trendverläufe. Vor Corona konnte die Aktie bis auf 157 Euro steigen. In der Krise sackte die Aktie bis auf 67 Euro ab. Es folgte ein schöner Aufwärtstrend, der die Aktie bis auf 184 Euro führte. Im Anschluss konsolidierte die Aktie und durchlief dabei mehrere mittelfristige Aufwärtstrends. Ja, aktuell bewegen wir uns auf einem Niveau, das wir 2020 schon gesehen haben. Wir befinden uns momentan in einem Korridor zwischen 136 und 184 Euro. Hier wäre natürlich wichtig, dass der Unterstützungsbereich bei 136 Euro hält. Nun zum Bollinger Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Das Bollinger Band wird aktuell breiter, die Volatilität steigt. Der Kurs bewegt sich recht weit unter der 20er-Tageslinie. Das sieht nach einem Verkaufssignal aus. Als nächstes die Stochastik. Der Kurs bewegt sich unterhalb des Bandes am Bandrand. Das sieht nach einem überverkauften Markt aus. Kommen wir dann zu den externen Firmenbewertungen. Der Piotrowski-Wert liegt leider nur bei 4 von 9 Punkten. Da der Wert unter 5 liegt, kann ich gleich keine Punkte vergeben. Bei Moody's Analytics Risk-Score gibt es 5 von 10 Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Ja, und bei der Risikochancebewertung erhält das Unternehmen 2 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, vergebe ich 4 Punkte. Jetzt kommen wir zu den Analysten. Was sagen die zu der Firma? Also 12 sagen kaufen, 2 sagen übergewichten, 5 sagen halten, einer sagt untergewichten. Keiner verkaufen. Daraus berechne ich einen Durchschnittswert von 4,3 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 190,60 Euro. Dabei reicht die Spanne von 144,64 Euro bis 219,14 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 45,10 Euro. Tja, das wäre ein Aufwärtspotenzial von satten 31%. Finde ich gut. Ich kann dafür auf jeden Fall gleich 9 Punkte vergeben. Nun kommen wir zur Aktienanzahl. Hier sieht man ja, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Also, was ich hier gesehen hatte, war nicht eindeutig. Bei der Aktienanzahl habe ich sehr schwankende Zahlen gesehen. Mal steigen, oder mal steigt die Aktienanzahl und dann fällt sie wieder. Aktuell haben wir aber 6,86% mehr Aktien wie vor 5 Jahren. Nicht schön in meinen Augen, aber auch nicht wirklich schlimm, weil die Größenordnung noch einigermaßen überschaubar ist. So, rechts von mir seht ihr jetzt das Datenblatt für die Punkteverteilung in einzelnen Bereichen. Ich habe mir wieder hier soweit alles mir angesehen und eingetragen. Ja, was ist mir aufgefallen bei der Bilanz und den Schätzungen? So sah eigentlich alles ganz gut aus. Das erwartete KGV ist okay. Die Marge liegt bei gut 17,6% und das ist ordentlich. Umsätze und Gewinne wachsen jedes Jahr. Die liquiden Mittel sind gut. Eigenkapitalquote ist mit 41% im grünen Bereich. Die Schulden
wachsen allerdings jedes Jahr leicht an und ja, mit einem Nettoverschuldungsgrad von gut 4,0 kann man ja trotz des wachsenden Schuldenberges eigentlich noch ganz gut leben. Eine nette Dividende von gut 1,8% gibt es dann auch noch. Ja, und bei den Schätzungen war das Bild ähnlich. Die Umsätze sollen ja also leicht wieder steigen oder sollen leicht steigen. Gewinne sollen auch weiterhin sprudeln und das Kursgewinnverhältnis soll 2024 bei gut 11,4 liegen, was nicht wirklich hoch ist. Dividende soll ebenfalls weiter zulegen und dann in 2 Jahren auf über 2% steigen. Diese kann natürlich locker ja, aus den freien Mitteln bezahlt werden. Also ein ja, schönes Bild, was ich insgesamt hier gesehen habe. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zu den News. Auch hier gab es natürlich Zahlen. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 Dollar beziffert. Im Vorjahresquartal waren es noch 3,29 Dollar je Aktie in den Büchern gestanden. Also Gewinn war in dem Quartal schlechter wie im Jahr zuvor. Muss man natürlich jetzt vielleicht auch das Corona-Jahr mit berücksichtigen. Heimwerker waren ja groß im Kommen gewesen letztes Jahr und dementsprechend sind da die Umsätze natürlich auch ordentlich gestiegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,98% im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,10 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4,41 Milliarden US-Dollar gewesen, die in den Büchern standen. Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,04 Dollar je Aktie sowie einen Umsatz von 4,44 Milliarden US-Dollar vorhergesagt. Also Gewinn war besser wie die Schätzung und der Umsatz etwas schlechter. Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 11,2 US-Dollar je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Stanley Black & Decker ein Gewinn pro Aktie von 9,04 Dollar in den Büchern gestanden. Also aufs Jahr gesehen konnte der Gewinn gesteigert werden. Der Jahresumsatz wurde auf 15,6 Milliarden US-Dollar beziffert im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,53 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. Also Umsatz konnte ebenfalls auf Jahressicht gut gesteigert werden. Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,83 Dollar und einem Umsatz von 17,13 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr ausgegangen. Also Gewinn besser und Umsatz ein bisschen schlechter als erwartet. Ich habe mal nachgesehen, in den letzten 4 Quartalen konnten die Schätzungen eigentlich immer geschlagen werden, außer jetzt im letzten Quartal. Also wollen wir das mal nicht so hochhängen. Dann kommen wir noch zu den Insider-Trades. Ich konnte in den letzten beiden Jahren 26 Verkäufe und 0 Käufe entdecken. Ansonsten war hier nichts wirklich auffällig gewesen. Der Fear and Greed Index liegt genauso wie gerade auch bei 40 und daher vergebe ich hier die 6 Punkte. Und beim Währungsrisiko müssen wir natürlich wieder den Dollar berücksichtigen und daher die 6 Punkte. So, dann kommen wir noch zu meiner Meinung. Also Stanley Black & Decker ist ein grundsolides Unternehmen. Grundlegend wachsen sie leicht beim Umsatz und Gewinn, wenn man die ganzen Jahre in der Vergangenheit und jetzt auch in der Zukunft halt sich anschaut. Sie haben zwar einen steigenden Schuldenberg, aber der ist in keiner Größenordnung, der wirklich Probleme macht. Wir sind hier wirklich noch in einem Bereich, den man als absolut in Ordnung ansehen kann, auch wenn der Schuldenberg jedes Jahr leicht wächst. Wir haben hier auch noch eine nette Dividende und die Schätzungen gehen von weiter gut laufenden Geschäften aus. Hinzu kommt ein doch recht positives Analystenbild mit einem ordentlichen Kurspotenzial von satten 31%. Sieht man ja auch nicht allzu häufig. Es ist insgesamt ein netter kleiner Dividendenwert, der ein Depot gut beruhigen kann und auf lange Sicht auch eine ordentliche Rendite einbringen wird. Nichts Spektakuläres, aber auch solche Aktien tun einem gut ausbalancierten Depot ganz gut. Mir hat das auf jeden Fall zumindest so gut gefallen, dass ich 6 Punkte vergeben kann. Ist jetzt nichts Wildes, aber ein Unternehmen, was mir bei Kursschwäche auf jeden Fall doch sehr gut gefallen würde. So, dann sind wir jetzt soweit fertig und jetzt wollen wir uns das Ergebnis, um eine rationale Kaufentscheidung zu treffen, auf der Auswertungsseite anschauen. Ja, das Bild ist eigentlich so, wie ich es eigentlich auch vermutet habe. Nichts Wildes, nichts Spektakuläres, aber auch nichts Schlimmes. Mein Tool sagt mir, ich könnte direkt in das Unternehmen mit 634 Euro, sprich 63,4% einsteigen und mein maximaler Investbetrag liegt bei 2136 Euro, sprich 71,2%. Also nichts Wildes, aber auch nichts Schlimmes und ein wirklich guter Wert, um einen ein bisschen defensiveren Charakter mehr ins Depot zu bekommen. Vor allem, wenn man halt die Branche auch mal ein bisschen abdecken will. Na gut, ich würde sagen, das reicht.
So, das war's dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das Ranking am Schluss. Ne? Mal sehen, auf welchen Plätzen die Aktien es geschafft haben. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, ja, dass die Analysen, auch wenn sie jetzt im Schnellformat waren, beziehungsweise halt einen Blick auf die Aktien euch gefallen haben. Ne? Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Ne? Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann natürlich bei den Werten immer mal passieren, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ne? Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Dann schauen wir uns doch eben das Ranking an. Mal sehen, wo die heute analysierten Unternehmen sich platzieren konnten. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrages bestimmt. Das wäre die graue Spalte rechts. Das mache ich, da beim maximalen Anfangsbetrag zu viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, wie der Fear and Greed Index, die in ein paar Monaten keine Bedeutung mehr haben. Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanal-Hauptseite unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo sind denn jetzt Lenner und Stanley Black & Decker gelandet? Also bei Lenner müssen wir gar nicht lange suchen. Ne? Die sind auf Platz 22 gestürmt. Und das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis, muss man wirklich sagen. Wir sehen aber auch, wir hatten ja jetzt vor kurzem noch die D.A. Horton gehabt. Die sind ja im gleichen Segment tätig. Ja, und die liegen fast auf dem gleichen Niveau. Also da muss man wirklich sagen, also bei den Unternehmen tut sich nicht viel. Ja gut, ich muss auch gestehen, ne, wo ich die Zahlen gesehen hatte, das war wirklich ein sehr ähnliches Bild gewesen. So, dann scrolle ich mal eben kurz runter und dann wollen wir doch mal gucken, wo sich die Stanley Black & Decker sich befindet. Und die haben wir hier auf Platz 69. Ja, ist ein solider Wert, muss man wirklich sagen. Also wenn man irgendwo ein Unternehmen aus der Branche sucht, dann hat man damit ein ganz gutes Unternehmen gefunden. Ne? Wir kriegen eine kleine Dividende, die immer schön gesteigert wird. Das Unternehmen ist gesund, nicht überschuldet, schreibt seine Gewinne, kann den Umsatz leicht steigern, ne, die Gewinne leicht steigern. Und es ist solide, absolut solide. So wie ich das gesehen habe, kann ich mich da wirklich anfreunden. Und ja, wenn man mal hier eine wirkliche kleine Kursschwäche sieht, und das kann ja jetzt bei den Marktverwerfungen immer wieder auftauchen, kann ich mir gut vorstellen, hier mal ein kleines Füßchen reinzusetzen. Also ist okay gewesen, das Unternehmen. So, jetzt kommen wir einmal komplett runter für alle Neuen und ja, für alle Zuschauer, die es jetzt auch nochmal komplett sehen möchten. Damit habe ich meine Pflicht erfüllt. Nicht, dass ich nachher Schimpfe bekomme. So, dann scroll ich noch einmal nach oben und dann huschen wir mal eben an den beiden Unternehmen vorbei. Und dann würde ich sagen, das reicht dann auch für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!